Hello, my crazy gamer and my crazy gamerin. Jawohl. Was geht bei euch? Ich bin's, euer Crazy Memphis von Let's Play Crazy Games. Das hier ist Yakuza. Ja, willkommen zurück zu Diablo 3. Wir wollen jetzt ein Schwert finden, beziehungsweise drei Stücke. Also das ist wohl zerbrochen, leider Gottes. Besteht wohl aus Glas oder keine Ahnung. Und ja, das sollen wir jetzt finden und machen wir uns so auf den Weg, wa? Alright, oh ja, ist ja schon wieder eine tolle Begrüßung hier. Hallo, nice to meet ya. Ihr kriegt jetzt alle erstmal die Hucke voll. Uah. Nice, okay. Oh, da ist ja noch einer. Was bist du denn? Den Skelettkönig doch erst platt gemacht. Was macht ihr alle hier? Haut ab. Könnt euren Vater gleich wieder folgen. Okay, natürlich versuchen wir hier erstmal wieder alles üff zu decke. Oh, da haben wir einen Dungeon. Sehe ich auf der Karte, auf der Minimap. Ist hier was drinne? Nö. Na toll. Hallo. Ach so, nee, das ist doch hier wieder das mit der die Krypten sind das doch, ne? Ja, okay, dann war ich doch hier eigentlich schon drin, oder? Warum ist denn die Karte zugedeckt? Hä? Okay. Habe ich die gar nicht gründlich aufgedeckt? Shame on me. Shame on me. Aber hä, verstehe ich nicht. Doch, die hatte ich doch auf jeden Fall schon aufgedeckt. Okay. Ha. Naja, gut. Wir gehen jetzt Richtung Ziel. Weil ich bin der Meinung, das haben wir hier schon gemacht. Deswegen auf zur neuen Area. Felder des Elends, okay. Oh mein Gott, mir ist so elend. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Ja, müssen wir ja, ne? Ist ja unsere Aufgabe. Oh, neue Gegnertypen. Jedenfalls neue Farbtypen, kann man so sagen. Okay. Ah, was seid ihr denn? Ai, ai, ai. Zack. Kommt der Chuck Norris wieder. Und tritt einmal um sich. Und dann ist Feierabend. Ganz einfach. Ah, was ist das denn? Ah, mein Gott. Ah. Seid ihr verrückt? Hier gibt's Bäume. Auch noch wandelnde Bäume. Nicht genug Geisteskraft. Hier, bling bling für dich, mein Freund. Und good night. Oh, die lassen sowas wie Gift fallen, ne? Oh mein Gott. Haut mal ab. Weg mit euch. Ich will das Herz haben. Oh! Okay. Ist also mit Vorsicht zu genießen. Toll, ist das Herz auch weg, ne? Shit. Nee, doch nicht. Oh, nice. Danke dir. Da hat er mich geheilt. Die Felder von Tristram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keine der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neu-Tristram und Wortham mit ihrer Ernte. Okay. Oh, wieder neue Gegnertypen. Wow. Ach, das sind diese Ziegenmenschen oder was? Ah, ich sollte oben einfach mal an den Lebensbalken den Namen lesen. Das wäre einfach viel einfacher. Ein Mond. Oh mein Gott, ich kann es nicht richtig erkennen. Hilfe! Ah! Macht euch alle weg. Ich bin noch nicht wieder bereit. Was für ein Gemetzel. Oh mein Gott. Okay. So. Können wir mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Wunderbar. Oh, was ist das denn? Schrein? Oh, zwei Schreine? Das ist Schrein der Stärkung. Kann man eigentlich beide nehmen? Ich weiß es nicht. Schrein des Schutzes. Okay, ich probiere jetzt einfach mal beide zu nehmen. Schaden wird um 25% reduziert. Und
Jawohl. Die Abklingzeit ist schneller von meinen Sachen. Ich brauche Geisteskraft. Ja, sollst du haben. Wenn wir wieder Gegner finden. Raus aus dem Gift. Oh, noch einer. Oh, was ist das denn? Was ist? Noch einer, sage ich. Noch ein neuer Gegner. Oh Gott, da bin ich so überrascht hier von den neuen Gegnertypen. Wow. Au! Meine Verletzungen sind zu schwer. Ja, ich habe mich doch schon geheilt. Hier, bling, bling für euch. Oh Gott, ist hier die Hölle los. Oh nein, ich bin tot. Ich bin gestorben. Okay, der erste Tod, meine Leute. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wow. Hallo? Okay. Ja, der erste Tod. Wow. Oh, ich habe einen Ring. Noch ein Ring. Geil. Die ersten Ringe. Nice one. Oh, auch schon angelegt. Darf ich erstmal erfahren, was das für welche sind? Ring des Gemetzels plus 2 Leben, pro getötetem Gegner. Okay. Oh, was ist der andere? Ey. Plus 7% Gold von Monstern. Okay. Nice. Der Begleiter hat jetzt auch wieder was Nettes, Schönes. Gucken wir gleich mal nach. Oh. Giftschaden 6 bis 13. Aha. Ist aber Einhand. Oh. Einhand will ich nicht so gerne. Ist halt auch langsamer, ne? Das ist ein bisschen doof. Okay, der Begleiter hat hier wieder was Neues frei. Sehr schön. Treue lässt euch den Templer Leben renagieren. Okay. Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden, werden verlangsamt. Ja, hier, komm, kriegst du den. Nice. Und hier haben wir jetzt wieder einen Teleporter. Sehr schönes Ding, ein Portal, wie auch immer. Nee, Getränke habe ich noch genug, also ich brauche den jetzt noch nicht zu benutzen. Ah, shit, ich habe das, diesen Lichtblitz jetzt falsch eingesetzt, aber na gut. Bam! Bitch! So. Ja, das ging echt mit diesen großen Viechern ratzfatz, Alter. Ich bin sowas von niedergegangen. Mann. Das Problem ist, man kann, wenn man einen Trank genommen hat, hat das ja auch so eine Ausklingzeit, bis man wieder den nächsten nehmen kann. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob ich dieses andere Ability nehme. Und zwar dieses Ability, dass ich mich dann halt auch nochmal heilen kann. Dann kann ich mich halt einmal mit was zu trinken heilen, einmal dann mit meinem Ability. Und wenn ich Glück habe, kann dann natürlich auch noch hier mein Kollege mich heilen. Mach dich weg, lass mich bloß in Ruhe. Mistvieh. Oh, es sind wieder zu viele. Ei. Nein. Au. Ich muss das Herz haben. Los, komm. Oh, mein Kollege ist auch platt. Wo ist er denn? Ei. Mach dich weg. Ah, hier sind Fallen. Okay. Alter, überall diese Giftblumen. Alter, das ist ja echt mies. Übelst mies, ey. Ach, die können sich auch noch im Boden verkriechen. Ja, der war gut. Nice. Oh! Wow. Okay, ich muss hier echt aufpassen, so ein bisschen. Au! Okay, es gibt auch noch Fallen. Scheiße. Das tut doch weh. Auch wieder so ein Bäumchen.
Ich kenne diese Magie. Hier muss eines der Bruchstücke sein, in welche das Schwert des Fremden zerborsten. Das ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh, Hilfe! Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, also wir haben jetzt die Höhle gefunden, in dem wohl schon was drinnen liegen soll. Oh. Und ja, wollen wir doch mal schauen. Wir wollen natürlich erst noch den Dungeon so ein bisschen erforschen, beziehungsweise halt die Map hier freischalten, freilegen, wie auch immer. Aber ich habe jetzt auch wieder allerhand neue Sachen eingesammelt. Ah, Lederhosen. Nein, die wollte ich ja nicht. Och, Menschenskind, ehrlich. Ich drücke immer irgendeine Scheiße hier. Okay. Eine 30er plus 5 Vitalität, genau. Vitalität, meine Güte. Okay. Was hat die andere? Ist die gleich? Oh, ich bin so blöd. Ne, plus 1 Stärke, plus 5 Erfahrung, okay. Ich hätte aber doch gerne lieber Vitalität. Hätte was. Alright. Nice. Eine Falle! Oh, natürlich bin ich wieder komplett reingetreten. Shit. Nice. Macht's euch nieder. Immer erst auf den Dicken, jawoll. Oh, immer noch nicht. Schade. Oh, habe ich wieder ein Gemetzel hingekriegt. Nice. Herrlich, Massaker. okay. Oh, es kommen immer mehr. Hilfe. Okay, Energie sieht alles gut aus. Wunderbar. Nochmal ein Roundhouse-Kick. Wow. Hier ist aber auch was los. Voll der Action, auf jeden Fall. Und aufgestiegen, jawohl. Ich wollte gerade schon fragen, wann steige ich eigentlich wieder auf? Aber, here we go. Lähmende Woge. Aha. Was? Nördliche Brise? Okay, schauen wir doch mal. Die nördliche Brise. So, was ist das denn hier? Halt. Oh, so. Lähmende Woge. So, weitreichende Schläge lähmen Gegner, sodass deren Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit reduziert wird. Aha. Checken wir das mal aus. Achso, und jetzt haben wir hier bei dem auch das... Oh, mein Scheiß Controller, meine Güte. So, dann haben wir jetzt hier auch das Ding, was man ausbauen kann. Aber das will ich nicht. Wir behalten unseren Roundhouse Kick. Standard. Okay, was ist denn das jetzt? Oh. Ziemlich bunt. Okay. Wow, wir haben ja immer noch eine ganze Menge aufzudecken. Okay, schauen wir mal. Gold. Oh. Und oh, da kriege ich erstmal einen von Latzer. Wow. Oh nee, das Ability gefällt mir überhaupt nicht. Ich wurde geheilt. Ja, ja, da wurden wir geheilt. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Das Ability. Gut, vielleicht muss das auch ausgebaut werden. Vielleicht wird es halt dann besser, aber... So gefällt es mir noch nicht. Ich werde es noch mal ein bisschen drinnen lassen. Was? Felder des Aliens? Wo sind wir jetzt? Verlassenes Gehöft? Okay. Oh! Wir haben hier eine Nebenaufgabe. Ja, Mai! Macht euch weg!
Okay, wir nehmen erstmal die Aufgabe an. Ich bin erledigt. Die Dämonenbrut hat sich in meinen Feldern eingenistet. Wenn ihr hier bleibt, werdet ihr sterben. Dieses Land ist alles, was meiner Familie bleibt. Ich kann hier nicht weg. Meine Güte, okay. So, dann kümmern wir uns doch mal drum. Here we go. Lasst den armen Mann in Ruhe und die Familie natürlich. Ich brauche Geisteskraft. Kriegst du. Oh, okay, ich glaube, ich werde das Ability jetzt wieder wechseln. Das ist echt ein bisschen nervig. Jawohl. So. Here we go. Ja, der zieht eindeutig mehr Energie ab hier. Eindeutig. Und das ist jetzt dein letzter Akt gewesen. So. Oh, der ist ja magisch. Ja, Mai. Nein, nein. Oh, hab ich Glück. Nicht genug Geisteskraft. Nice. Haben wir. Here we go. Ein Breitschwert, okay. Wird wahrscheinlich auch wieder so ein zweihändiges Ding sein, ne? Oder? Einhand, okay. Nice. Plus 4 minimal, plus 1 maximal. Wie sieht denn das hier aus? Also hier wäre sie schlechter. Dann nehmen wir sie hier. Nice one. So, was können wir ihm denn eigentlich noch geben? Gar nicht? Das ist ja mies. Hat er Pech. Achso, ja, kurz die Aufgabe abgeben hier. Mein Land ist gerettet. Seid gesegnet. Tristrams Familien werden nicht hungern, dank der Arbeit, die wir heute hier vollbracht haben. Jawohl, sehr schön. Quest beendet. Oder Ereignis, das ist jetzt ein Ereignis, also das sind dann wohl die Nebenaufgaben. Okay, sehr schön. Decken wir nochmal seinen Hof auf, komplett. Obwohl, gut, wir waren hier schon, okay. Bye, bye. Wir sehen uns. So, jetzt sind wir wieder auf den Feldern des Elends. Na, bist du ein lebender Baum? Nee, okay. Gerade sagen, gibt's hier auch nochmal Gegner, dass ich hier die neue Waffe... Nice. Nice. Here we go. Okay, das sieht aus, als hätten wir schon, ne? Ja. Alright. Dann geht's jetzt nach oben. Ich hoffe, der Dungeon oder die Map, die Karte, wie auch immer, ist nicht mehr allzu groß, sodass wir dann mal zu eigentlichen Tat schreiten können. Oh, hier kommt da wieder so ein Mistvieh. Mach dich weg. Hier, bling bling für dich. Nice. Ja, die neue Waffe hat es schon in sich. Ich kann sagen, hier waren doch noch welche. Hey, verbuddel dich nicht. Komm her. Jawohl. Hey. Boah, das scheint noch echt groß zu sein hier. Wow, wow, wow. Okay, mitten rein und... Bling, bling. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Hat er die hier unten schon platt gemacht? Nee. Okay. Gut, war nur einer. Oh, wieder eine Falle. Oh, ich bin auch so blöd. Ich denke immer, okay, die kann ich so kaputt hauen. Aber irgendwie... nicht. Irgendwie haut mich das Ding kaputt. Naja. Des Schutzes. Ja, her damit. Immer her damit. Oh, ein lebender Baum.
Bling, bling. Und du hau gleich ab. Kann ihn nicht haben, nur. Nice. Massaker. So muss das sein. Ja, aber so von der Gegneranzahl her ist es, also, ja, kann man schon sagen, wie bei Diablo 1, ja. Das war früher auch, ey, wirklich, da gab's massig Gegner immer. Die einen versucht haben zu zermetzeln. Vor allem ist es auch gar nicht so lange her, dass ich mal wieder Diablo 1 auf dem PC gezockt hatte. Das war auf jeden Fall dieses Jahr noch. Und da muss ich sagen, ich bin nicht allzu weit gekommen. Da war ich echt noobhaft. Ich meine, gut, noobhaft, Standard, das ist ja mein Gameplay. Aber das war echt heftig. Ich habe es damals auch, als ich halt so die ersten Male gezockt habe, auf jeden Fall, wie gesagt, mit Kollegen gezockt. Und da haben wir es auf jeden Fall auch durchgezockt gehabt. Oh, hier ist wieder so ein Troll, ne? Jawohl, ist das so ein... Komm, höher. Oh nein, plus Baum, scheiße. Müssen wir schnell machen. Jawohl. Mach dich weg. Items ohne Ende. Sehr schön. So. Oh, diesmal haben wir mal schöne Handschuhe. Okay, plus 2 Leben pro getöteten Gegner und plus 5 Magiefundbonus, aha. Eine Wanga-Puppe, die kann ich nicht nutzen. Na gut. Oh, das Gold, das nehmen wir doch mit. Bin doch geizig hier. Oh, nicht schon wieder, du. Oh nein. Nice. Ja, da hat der Baum mal in die Röhre geguckt. Oh Gott. Macht euch alle weg. Okay. Nice. Okay, wenn die Viecher hier eigentlich sind, müsste doch wieder so ein komisches Vieh da in der Nähe sein, ne? Oder? Auch nicht. Ups. Waren da noch Hühner drin? Like a chicken. Ah, hier ist echt noch genug zu tun, glaube ich. Muss gleich nochmal nach denen hier, werde ich nochmal die Karte aufmachen. Schauen wir dann nochmal nach hier, so. Ah, oh nee, schauen wir nicht nach. Du Sack, komm her. Ruah. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber das ist ja nur ein Baum, so wie das aussieht. Baum. Aber wir haben immer noch die ganze Mitte hier zu. Oh mein Gott. Heftigst, heftigst. Noch ein Bäumchen. Nee, doch nicht. So einer. Wow, wow, wow. Mann, 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 Mann. Okay, meine Güte. Kommen wir denn hier jetzt auch endlich mal zum Ende? So, jetzt haben wir nur noch die Mitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber was heißt nur noch? Ist ja auch genug. Hier liegt nix, gar nix. Nix, nada. Oh, hier haben wir einen anderen Dungeon. Okay. Eine Truhe, hey. Oh, oh Gott.
erst den einen großen, dann den anderen großen. Eieieiei. Nur ein Kratzer. Hau ab! Also eigentlich bin ich ja ein Naturfreund, aber wenn es darum geht, oder wenn es um diese Bäume geht, bin ich eher nicht so der Naturfreund. Hätte ich am liebsten eine Fackel zum ganz schnell abbrennen. Die Mistviecher. Geht ja gar nicht. Oh! Nein, das Gift! Ich habe nicht genug Geisteskraft. Okay, oh, da war wieder ein Schrein, habe ich auf der Minimap gesehen. Hello! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nice! Ne, das ist so ein stinknormaler, den lasse ich jetzt liegen. Oh, hat ihn nicht getroffen? Eigentlich hätte ihn das doch treffen müssen. Wenigstens streifen müssen, wie auch immer. So, dieses... Hey! Dieses... Wow! Wow! Auch noch eine Falle, oder was? Das ist ja nett von euch. Ja, das war's auch schon mit dem Magischen. Ah! Lass meinen Kollegen in Ruhe. Der gutste Templer. Alright, jetzt haben wir nur noch da oben das bisschen. Ah. Und eigentlich die Dungeons noch. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal die Aufgabe verfolgen. Und auch mal ein bisschen voranschreiten, nicht? Okay. So, hier ist der Schrein gewesen. Achso, den haben wir schon benutzt. Aha. And der... Achso, ja, das ist der andere Dungeon, okay. Diese Bäume gefallen mir nicht. Seid wach. Verfallene Krypta Ebene 1. Okay. Na gut, dann werden wir jetzt hier erst nochmal einen Cut einlegen. Wir werden dann als nächstes auf jeden Fall erstmal das, also zum Ziel gehen. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, der Part hat euch wieder ein wenig gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst dem Templer, Yakuza und mir ein wenig Liebe mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann zur nächsten Runde Let's Play Crazy Games Diablo 3. Jawohl, ja, ich sag mal wieder, ciao.